Ja, willkommen im winterlichen Deutschland. Leichte Minusgrade, angeblich minus 1, ich muss nochmal genau nachgucken. Hab jetzt noch nicht geguckt. Versuchsaufbau mit den verschiedenen Frostbändern. Kroni, wir platzieren euch da mal hin. Ich mache jetzt bloß mal hier einen Durchgang, wie ich es mache. Nicht, damit das Video zu lang wird. Und dann blenden wir das ein. In der Beschreibung packe ich wohl wieder einen Link zu Google Foto, wo eventuell der ganze Ablauf ist, falls irgendjemand es interessiert. Wir haben GZK Black, GZK Orange. GZK Black soll ein Frostband sein. Orange weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht nachgeguckt, muss ich ehrlich sagen. BSB, extra nicht dafür ausgelobt, aber soll angeblich auch für Winter sein. Precise, mein momentaniger Favorit. Das sind verschiedene Dicken, sonstiges, aber das seht ihr gleich in der Erklärung. So, machen wir mal Bodensaft. Einschalten. An. Meter die Sekunde. An. Also wie gesagt, jetzt bloß mal so zur Erklärung. Auswertung seht ihr dann gleich. Ich fange jetzt an hier mit GZK Black. Wohl jeweils 3 Schuss, 3 Sekunden halten und dann mal Highspeed, also gleich lösen. 21, 22, 23, 83. Die eigentlich ja immer noch Foto von machen. Anderes Handy. Foto ist eingestellt. Mache ich jetzt aber nicht bei jedem. 80, 82, 84. Bei Gramm Kugel 89, 83, 84, 89, 89. So, beim gleich lösen. Wo? Da hatte ich gestern mehr. So, wie gesagt. Ganze mache ich mit dem anderen. Liste gucken wir uns gleich an. Fazit machen wir dann gleich mit Auszug und ähnliches. Kroni habe ich jetzt ausgemacht. Ich habe es mit einem anderen Handy fotografiert. Batterie ist leer. Das Band ist gerissen. Ist ein Precise-Problem. Gute Geschwindigkeiten, allerdings reißt es schnell. Deswegen habe ich das hier mit Copydex. Sieht man auch, ob eventuell Copydex das umwandelt. Also Ergebnis, was mir noch gefehlt hat, ist hier Highspeed von Precise in 30,8 geschnitten und die 10er Kugel fürs Jagen. Naja, haben wir halt momentan leider nicht. So, gucken wir es mal kurz an, bevor wir reingehen und weiteres machen. Also 20,10 geschnitten, 260 immer effektiv lang, Naturlatex, 3 Sekunden haltend, gleich gelöst und jeweils mit der 10er Kugel. Wenn man sich die Werte jetzt anguckt, Naturlatex ist das langsamste. Precise Version 3, müsste ich eigentlich noch hinschreiben, V3, nicht zu verwechseln mit der Rakete von Adolf Hitler. Eigentlich schon nicht schlecht. Orange, könnte man sagen, ganz klein bisschen schneller. Der schwarze, allerdings langsamer. Und das BSB, jo, zählt absolut in der Gruppe. Also würde fast sagen, ist die gleiche Sache.
war jetzt bei dem Latex, was ich habe, wie es bei eurer Version ist oder sowas, weiß ich nicht. GZK war ein dickeres. Muss ich nochmal gucken. Habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Kürzer, 230, nur mal so als Vergleich. Und für die Jungs, die jagen, halt dann eigentlich gedacht mit der 10er Kugel, deswegen die anderen Zahlen klein geschrieben, ein 30-8, 260 lang geschnitten, also jagen auf die Weißblechdose, wenn man sie auf jeden Fall durchlöchern will. GZK Black, Precise. Precise ein bisschen schneller. Hier fehlt mir leider der Spitzenwert und der 10er Kugelwert, aber der wird auf jeden Fall auch höher liegen. Das war das dazu. Jo, war eigentlich mal ein Kroni-Test. Ich wusste, der Kroni ist leer. Von der Sache, die ihr kennt. Ich wollte die Bänder, diesen kleiner geschnitten mit der China-Befestigung-Gabel von hier oben, nochmal testen. Aber ich finde die Pouch so schön. Jetzt muss ich einfach bloß nochmal. Die Schleuder ist eiskalt. Vorne hängt so ein kleiner Kronkopf. Ich finde die schon verdammt angenehm. Jetzt habe ich eine selbstgemachte Pouch. Unter dem ganzen Kabaumsel. Die hier. Die mal im Vergleich. Ja, ihr seht mich nicht, aber das ist auch kein Video jetzt für mich. Über mich. Ich bin der uninteressanteste hier. Ob die selbst überarbeitete Pouch, gekaufte LB-Pouch, Mikrofaser-Pouch, damit halten wir. Schon. Eigentlich vorne, oh, das ist mein Ziel weg. Scheiße, es ist hochgeflogen, hat sich verheddert. Ja, da hängt eine Dose. Das ist dieses I-Pünktchen, dieses, nee, der Abstand zwischen den I-Pünktchen. Das ist das, was man mal die Zentimeter ausmacht. Ich räume zusammen.